Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben die Sümpfe überquert, sind... Die sind in Kondensatoren, Motoren, Bergbauausrüstung, alter, ausgebrannter Elektronik. Drei Akkus durften reichen, hoffe ich. Sind immer noch auf der Suche nach Lithium. Jetzt haltet doch mal die Klappe. Wie war denn damals so? Ruppig war schon immer, wenn du das meinst. Das waren finstere Zeiten damals auf der Erde. Haben uns allen das Mitgefühl ausgetrieben. Und nach all dem, ausgerechnet hier zu landen, das hat auch nicht gerade geholfen. Entschuldigt nicht den Mist, den er gebaut hat. Das nicht. Aber es könnte so einiges erklären. So, jetzt darf ich endlich mal wieder quasseln. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Lithium. Okay, hier hinten kommt noch was? Nee, ne? Glaub nicht. Damit wir, wie Zahedi so schön gesagt hat, aus unserem Truck eine Blase machen können, damit wir sicher sind. Denn wir müssen immer noch das Signal orten finden, wie auch immer. Wir hängen immer noch auf Weltstufe 7 rum. Ich muss sagen, die dauert echt verdammt lange. So oft sind wir, glaube ich, nicht gestorben, dass wir da so viel Weltstufe verloren haben, aber naja. Wir werden das alles schon noch hinkriegen. Weltstufe 8 ist ja nicht mehr weit. Aber einfacher wird es dadurch natürlich auch nicht. Ist das schon der erste Akku hier? Der hier sieht intakt aus. Nach 2. Den kriegen wir natürlich nicht umsonst. Die wollten sich ja auch irgendwas Schönes mit Strom basteln. Sind jetzt sauer, dass wir ihm hier das Lithium wegnehmen. Au. Muss das sein? Was haben wir denn? Die Reißer sind das. Aber auch die sind echt einfache Gegner. Diesmal machen wir wirklich alle Nebenquests. Ich guck's mir genau an. Die Quests werden tatsächlich nur, wenn man sie schon abgeschlossen hat, für kurze Zeit grau, dass man es sieht, aber nach einer gewissen Zeit werden die halt wieder so goldfarben. Und dann sieht man halt nicht mehr, was hat man schon gemacht, was nicht. Zumindest habe ich das jetzt so empfunden, beziehungsweise für mich rausgefunden. Bei den Jagdmissionen muss man gucken. Ich habe jetzt letztens eine gemacht, konnte sie nicht direkt wiederholen. Ich weiß nicht, ob es da eine Zeit gibt, also diese... Wenn man Bestien sucht für den Typen im Saloon. Und auch diese Jägermission, wenn man auf Kopfgeldjagd geht. Das passiert leider immer noch sehr, sehr oft. Ach komm schon. Jetzt. Aber man muss sich erstmal vertraut machen mit dem Zaun, mal ein bisschen dran schnuppern, anfassen. Gucken, ob das wirklich der richtige Zaun ist, den man öffnen möchte. Hey, cool, noch eine Truhe. Und noch ein Akku. Ach so, hier hätte ich eh hingemusst. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Ich dachte mir einfach, schaust du mal hier in die Höhle rein. Ganz okay. Noch einer. Wir haben Level 18. Glaubst du wirklich, der Plan des Docs funktioniert? Klingt nicht gerade, als würdest du Bestätigung suchen. Nein, ich will wissen, ob du Sehnsucht nach dem Tod hast und uns alle mitnehmen willst. Geht es um Chana? Sie hat ihre Gründe, Jakob. Und die wirst du wohl einfach akzeptieren müssen. Ja, ich hab den Verdacht, es wird nicht lange halten. Ach schön, auch beim nächsten Zaun nochmal dasselbe Spiel. So, ich wollte jetzt erstmal gucken, aber Gegner kommen nicht direkt. Wir können einen neuen Klassenpunkt vergeben. Was haben wir denn? Einen Punkt haben wir. Verbrennung dauert länger an, erhöht den Lebensentzug um 6%, erhöht deinen Widerstand. Verbrennung... Reduziert die Abklingzeit. Was haben wir hier oben noch? Erhöht Waffenschaden gegen markierte Gegner. Finde ich irgendwie alles. Also mit dem Markieren, das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Entweder macht man das nur, indem man eine Fähigkeit auf den einsetzt oder keine Ahnung. Erhöht deine Anomaliekraftfäden, freigeschalten Magma, Golem-Klassenknoten, was zur Hölle das auch ist. Erhöht den Waffenschaden nach der Aktivierung einer Fähigkeit 7 Sekunden lang um 20%. Ja, klingt doch gut. Fähigkeiten setzen wir viel ein. 20% mehr Waffenschaden. Kann nie verkehrt sein.
Sehr schön. Räume den Bereich frei. Da kommen sie doch schon wieder, die kleinen Racker. Müsste es ja auch rein theoretisch hier mit den Lavageschossen jetzt 7 Sekunden lang Erhöhung geben. Ist ja auch eine Fähigkeit, aber ich finde es ein bisschen schade, dass das nirgendwo, obwohl doch da unten über meinem Lebensbalken geht, eine Waffe mit einem Pfeil nach oben. Das klingt stark nach Waffenschar. Ja, jetzt ist vorbei. Okay, ich nehme alles zurück. Es wird angezeigt. So, kommt mal alle ein bisschen auf eine Linie, dann kann ich eine Hitzewelle einsetzen. Ja, so ist schon okay. Er will mich hier umrennen. Finde ich nicht so nett. Aber loot-technisch sind das nicht so die besten. Na, wen haben wir denn da? Wo ist er denn? Hier drüben. Ach, schaut mal, 107 mit einem kritischen Schuss. Au, au, au. Ey, das sah nicht so aus, als würdest du gleich losspringen. Aua. Muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Alleine ist er auch nicht. Hab noch ein paar Freunde mitgebracht. Ich stelle mich aber auch gerade ein bisschen bescheuert an. Aber das Vieh ist mir auch etwas zu hyperaktiv, ehrlich gesagt. Komm, geh weg. Alter, lass mich doch mal eine Sekunde lang in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Da kommt bestimmt gleich angesprungen. Aua, sag ich doch. Au, 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 au. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen hier. Hyperaktiver Hundi ist echt ein bisschen schwierig. Ah, komm schon, gib mir Leben. Nein, wir müssen nachladen. Ich glaube, wir rennen jetzt erstmal hier so ein bisschen hier drum herum, dass wir nicht direkt im Dings sind. Im Angriffsfeld von dem. So, wir brauchen wieder Lavageschosse. Jetzt sieht's gut aus. Ah, bin gegen das Teil gesprungen. Die anderen sind zum Glück etwas ruhiger dafür. Die denken sich, wir lassen erstmal die Mutti machen. Obwohl, die Mutti war letzte Folge. Ist vielleicht diesmal der Fadi. Warum springe ich denn heute überall dagegen? Ich denke immer, die Map ist viel größer. Naja, war doch kein Problem. Einer lebt noch. Ach du Scheiße, nein. Alles, was fliegt in diesem Spiel, kann ich einfach absolut nicht leiden. Aber irgendwie, ich glaube, dadurch, dass er brennt, ist er ein bisschen verwirrt. Normalerweise sind die nicht so lange am Boden. Wir haben es geschafft. Es gab eine seltene Hose. Und da hinten haben wir noch was Blaues. Die letzte Batterie. Oder das letzte Lithium. Sahidi, ich habe das Lithium. Hervorragend. Her damit, dann mache ich den Luftreiniger fertig. Alles klar. Wir gucken noch mal ganz kurz nach der Hose. Wir haben hier drauf Lavageschosse, ein weiteres Magazin. Finde ich mega geil, würde ich nicht tauschen wollen. Überhitzung erhöhe den Schaden bei Gegnern, bla bla bla. Verzehrendes Feuer erhöhe den Schaden der Fähigkeit um den Wert eines Lebensentzugs durch Fähigkeiten. Nee, wir behalten die. Eventuell machen wir die Fähigkeit, die hier drauf ist, auf die Hose. Das wäre eine Überlegung wert. Alles andere, hier ist nicht besser und hier haben wir was drauf, Lavageschosse. Und dass wir Schild kriegen. Ah, das sind mir die zwei Fähigkeiten echt viel mehr wert. Also wenn wir hier auf über 600 kommen als Wert, dann sehe ich es noch ein. Dann können wir eventuell tauschen. Auch gegen was Blaues, aber ansonsten vorher nicht. Wir können die Ausrüstung natürlich auch noch erhöhen, was die Stufe angeht. Dann wären auch die Werte besser. Also im Prinzip könnte ich auch aus so einem lila Gegenstand jetzt gerade eben die Jacke eine 600er machen, kostet aber alles Titan und Titan ist echt relativ selten. Wir haben 86. Also was heißt selten? Man bekommt sie durch viele Bosse. Ansonsten noch durch ein paar Missionen und am Ende auch noch durch die Mission, die man da spielen kann, aber
Sag mal so, wir finden hier alle paar Minuten irgendwas Besseres. Das macht gar keinen Sinn, jetzt hier das ganze Titan rauszuschmeißen. Deswegen machen wir das einfach auch nicht. Was ist denn hier? Wir müssen zwar wahrscheinlich da runter, aber ich würde noch mal ganz kurz schauen. Ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Das kommt mir auch so bekannt vor. Sind wir hier lang gelaufen? Egal, weiter mit der Mission. Stufe 18 erreicht. 860 Leben, fast auf Weltstufe 8. Es geht auf jeden Fall ein bisschen voran hier. Ach, hier sind wir doch. Genau, wir laufen gerade wieder nur zurück. Wir haben dort noch eine Nebenmission. Zwei sogar. Wir nehmen die direkt an. Was haben wir hier hinten? Wir haben einmal Kopfgeldjagd. Interessant. Der Skalpkönig. Er muss dran glauben. Und wir gucken mal noch, was er hier vorne hat. Und dann müssten das eigentlich schon wieder alle Nebenmissionen sein, die so verfügbar sind. Ja, meistens haben wir... Oh Gott. Der hat mich gerade völlig erschrocken. Ich dachte, hier greift irgendwas an. Bist du echt? Glaub schon. Wie lange bist du schon hier? Tage. Wochen. Weiß nicht mehr. Die scheiß Rebellen haben alle Bergleute ermordet. Dabei waren wir doch neutral hier unten. Ich konnte mich verstecken, aber die Dreckskerle trieben alle zusammen und schlitzten ihnen die Kehlen auf wie Vieh. Ich hatte einen Plan. Einen verdammten Plan. Sprengstoff im Aufzugsschacht. Du begräbst sie da unten, lebendig. Ja, aber es funktioniert nicht. Die Leitung, sie ist unterbrochen. Reparierst du sie mir? Machen wir doch glatt. Ich repariere sie. Halt durch. Sehr schön. Du hast gefunden, wo die Leitung unterbrochen ist. Nur deshalb geht der Sprengzünder nicht. Ich stehe doch noch hier, wie soll ich denn das so schnell rausgefunden haben? Wir machen erstmal das, Tagebuchnotiz freigeschaltet, die zeige ich euch nochmal kurz. Und dann gehen wir nochmal in die Missionen und setzen die auf aktiv, der letzte Wunsch, das wird es sein, genau. Die sagt wahrscheinlich einmal hier an der Leitung lang. Richtig. Hier unten überhaupt abgebaut. Alles an Metall, was wir für die Kolonisierung und später für den Krieg brauchen konnten. Es war Knochenarbeit, aber wir machten sie. Und zwar, um unsere Leute am Leben zu erhalten. Corrigans Leute beschützten uns. Alles lief... So, wir haben's. Wir sind drin. Ich denke, hier wird's gleich einen Kampf geben. Sag ich doch. Bin Hellseher. Ah, ich treffe nicht richtig. Versteckt euch doch alle nicht so. Ich will eigentlich nicht so offensiv rein. Das kann auch schnell mal... Sag doch, alter Schwede, war das jetzt... Nee, das war der hier unten Scharfschütze, ne? Wollte gerade sagen, das kann schnell mal tödlich enden und in dem Moment haben wir fast ein Dreiviertel Leben verloren. Au, au, au. Da drüben hältst du jetzt mal die Klappe. Ja, ist okay. Au, Gott, ich sag's doch, nein, nein, was macht er denn? Ah. Ganz, ganz schnell jetzt hier Attacke. Wir brauchen Leben. Die Scharfschützen in dem Spiel, ne, ich sag's immer wieder. Die sind einfach heftigst. Müssen wir wohl auch mal mit Scharfschütze spielen? Ja, ich treffe ihn nicht. Aber er uns auch nicht. Das ist ja zumindest schon mal fair. So, wo war denn der jetzt? Da hinten war einer.
kriegst du erstmal hier auf den Kopf. Dann du. Jetzt kommt er wieder mit so einer Scheiße an. Da oben ist er. Aua. Komm. Nee, will nicht. Shit, ist das ein Boss? Nee, ist das bloß ein Brecher. Machen wir so. Mit ihm auch. Das ist halt geil, ne, mit dem Scharfschützengewehr. Vielleicht kommt der Sniper wieder. Shit. Jawohl, wir haben jetzt geschafft, ihn daneben schießen zu lassen. Springen. Oh Gott, scheiß Holz. Warum haben die hier keine Metalldinger hingebaut? So, erster ist weg. Zweiter kommt nicht raus. Jetzt, zweiter ist weg. Ich glaube, die haben nicht so Bock, dass wir das Ding hier sprengen. Nein, jetzt. Ja, es ist halt, ne, es ist zwar geil, das Ding ist schön vollautomatisch und ballert ordentlich rein, aber mit einem normalen Scharfschützengewehr sind wir natürlich präziser, ne? Das ist ganz klar. Einer lebt noch rein. Komm schon. Uhu. Jetzt haben wir's. Und hier wird's doch definitiv irgendwo eine Kiste versteckt geben. Wir gucken nochmal schnell. Hier drüben war nirgendwo was. Hier ist leider auch keine. Da ist sie. Und komm, gib mal was Gutes, was Lilanes. Nö, bloß ein paar Handschuhe, aber besser sind sie trotzdem. Müssen wir dann nachher mal gucken. Da hinten gibt es noch Munition. Und hier kommen noch Gegner, okay. Wäre froh gewesen, wenn die Munition vorher mal gekommen wäre. Scharfschützengewehrtechnisch sind wir, glaube ich, komplett leer. Aua. Dann gibt's hier derbe Headshots. Er hält aber eine Menge aus. Wahnsinn. Au. Ist hier noch ein Scharfschütze am Start? Ja, irgendwo hängt noch einer. Wir müssen uns mal eine bessere Deckung suchen. Wo uns der Scharfschütze nicht so doll auf die Eier geht. Und dann gibt's hier mit Lava-Geschossen nochmal ein paar Headshots drauf. Was für ein Radius auch, ne? Und dann war's das. Haben wir ein bisschen Muni eingesammelt, sehr gut. Na, traut euch raus. Mit ihm habe ich nicht gerechnet. Kam er denn jetzt her? So, rechts ist noch einer und links muss noch einer rumstehen. Ja, jetzt traust du dich raus, wenn ich hier drüben beschäftigt bin. So, der brennt. Ich glaube, den können wir lassen. Bam. Damit haben wir es. So, irgendwo stand doch hier die Munition. Wo ist sie denn hin? Angezeigt wird sie jetzt hier dahinter. So, war das Tor gerade offen, als die hier rausgekommen sind, dass ich die dort gesehen habe? Weil wir haben ja auf jeden Fall Munition gesehen. Ich denke mal, so wird es gewesen sein. Da wurde sie durchtrennt. Hebe den Container an.
So, wir heben den Container an. Was aber dabei passiert, sehen wir dann morgen 17 Uhr bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.